Tagesordnungspunkt Geschenke, der steht nicht auf der Tagesordnung, aber wir als Ortsvorstand haben uns natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht. Was schenken wir unserem Referenten, der jetzt von Reutlingen 2 Stunden einfach mal so hierher gefahren ist, um mit Ihnen zu diskutieren? Da bieten sich ja immer ganz gut regionale Produkte an und wir in Berg sind immer auf der Höhe, so wie unser Bürgermeister das ganz sagt. Und ich habe gerade vorhin erfahren, dass es auch noch ein Schnaps von meiner Verwandtschaft ist, nämlich vom Cousin von meiner Mutter gebrannt. Das ist das Berger Ratsbesserle, auch mit Begrüßung von unserem Bürgermeister dazu, lieber Pascal. Ich glaube, das kannst du ganz gut brauchen, jetzt die nächste anstehende Zeit, die nächsten 4 Jahre. Beim einen oder anderen Parteitag, beim einen oder anderen Redebeitrag, vielleicht leider auch beim einen oder anderen Wahlergebnis. Das möchten wir dir mitgeben. Du denkst sicher das eine oder andere Mal vielleicht dann auch an uns. Und vielen Dank, dass du da warst. Also vielen Dank. Ich möchte mich zunächst mal bedanken, überhaupt für die Ehre, bei der Gründung eines Ortsverbandes anwesend sein zu dürfen. In dieser Zeit, das hätte man ja bei der Einladung oder Zusage, dass ich komme, nicht hätte absehen können, hat man nicht absehen können, aber es ist natürlich was ganz Besonderes. Aber wir werden in jedem Fall in Kontakt bleiben, hier in Südwürttemberg sowieso zusammen und wir zwei sowieso. Also insofern, ich freue mich auf weitere Einladungen. Am Dienstag dann nicht mehr als amtierender MdB, aber als ehrenamtlicher Mitdiskutant und Mitdenker an der liberalen Sache. Ich komme auch gerne wieder, wenn ich den eingeladen bin. Vielen Dank. Die Piraten würden sagen, du wirst in die Basis zurückbefördert. Das sehen wir leider nicht so gern, aber ich habe noch ein Geschenk. Und zwar sehen Sie hier unser tolles Roll-Up. Und das hat sich ja nicht einfach so auf meinen Computer dann eingeschlichen. Und dieses Logo hat sich auch nicht so einfach selber designt. Und auf dieser tollen Homepage, wo Sie ab Montag dann unsere aktuellen Infos abrufen können, die hat unser Markus Ritter designt, in vielen Mails hin und her. Und die Leiter noch ein bisschen dynamischer und das andere mehr links und mehr rechts. Und sie ist einfach als kleines Dankeschön, das ist jetzt nicht so viel, aber wir haben gedacht, so ein kleines Merci an dich. Vielen, vielen Dank, dass du uns da unterstützt hast und wir hoffen, wir können dich als Webmaster das eine oder andere Mal noch belästigen. Das ist für die Nicht-Berger, das ist das Berger Wappen von den Hammeln zu Tobel. Genau. Und, also jeder Berger erkennt es, zumindest einmal im Jahr auf dem Bergfest. Normalerweise in Rot und Gelb. In Rot und Gelb. Also, ist schon, also die Leitern sind schon gelb, das Blau ist normalerweise rot, aber wir haben gedacht, wir zweckentfremden das, weil es einmal ein Symbol auch für unsere Gemeinde ist. Und ich bedanke mich jetzt zum Schluss nochmal bei Ihnen allen. Also die Heidi Geigen hat mir jetzt gerade zugeraunt, so viele Leute hat sie, glaube ich, nicht erwartet bei einer Ortsverbandsgründung. Und Heidi ist schon seit 1972, glaube ich, FDP-Mitglied. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie uns treu. Vielleicht überlegen Sie sich ja noch, FDP-Mitglied zu werden. Die Anträge dürfen gern mitgenommen werden. Kommunalwahl, wie gesagt, bleiben Sie uns treu, werden Sie für uns. Vielen herzlichen Dank. Sie dürfen gern noch hier bleiben, noch ein Getränk mit uns trinken. Wir zeigen den Pascal Kobetz nachher noch das Ravensburger Nachtleben. Da kann man sich auch gern anschließen, wenn Sie das möchten. Vielen, vielen herzlichen Dank.